Abgang gehabt mit 212,5 Meter. Noch so ein zweiter, ja. Und das könnte ein richtig schönes Ergebnis für ihn werden. Ja. Jawohl! Super! Jawohl! Boah, der war super! Damit hält er wahrscheinlich sogar Timi Seitz auf Distanz. Ja. Wahnsinn! Kulian, echt? Der hat sich sowas von gesteigert. Ja. 223 Meter verglichen mit gestern ist das ja heute fast ein anderer Flieger. Ja, der hat es geschafft, im Wettkampf wieder seine Leistung zu bringen. Respekt! Das ist schon gut. Ja, nämlich auch mit viel Gefühl in der Luft. Ja. Da gut, und da gute Beinspannung, da ist er drüber. Und da unten hast du so einen Druck am Ski, da muss ein bisschen kanten, dass das aushältst. Schöne Landung auch. Noten gut, 19-0, 18-5, ja. 3x 18-0, jawoll. Na, wichtig, er hat die Anweisung der Trainer umgesetzt. Das ist dann auch so ein Spaß auch für die Trainer, mit so Athleten zu arbeiten. Ja, und jetzt schauen wir uns den mit blauen Balken an, mit Vergnügen. Der wird nämlich drüber wandern über die Punktegrenze. 6,5 Punkte Vorsprung, schlechtestenfalls heute Platz 7 für Jan Hör. Ja. Dreimal war er schon Fünfter heuer, da geht schon noch was vorne, möglicherweise bei ihm.